Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von No Man's Sky. Ja, wir haben noch ein, zwei Sachen zu tun. Wir wollten das Paraffin hier noch abbauen und den Kupfer und dann zurück zum Mission-Weltraum-Sache da. Oh mein Gott, jetzt habe ich überhitzt. Glaubst du gar nicht. Um Geld einzusacken. Das ist nämlich unser Ziel gerade. Geld einsacken. Damit wir endlich mal ein bisschen vorankommen und vielleicht die Beziehungen aufbessern. Das Kupfer hier ist, es ist ein bisschen viel, merke ich gerade, an Kupfer. Ich werde nicht jeden Fitzel abbauen, logischerweise, aber... Alter, schon wieder aufgebaut. Ich frage mich, was wir mit dem Kupfer machen wollen, letztendlich. Also, es erschließt sich mir noch nicht ganz, weil wir so viel Kupfer bekommen. Ja. Auf geht's. Reines Ferrit nochmal rein. So. Oh Gott. Guck dir das mal an. Okay. So. Wo war jetzt das Paraffin? Da vorne, da wo unser Kollege Schnürschuh ist. Also unser Flugzeug. So, ich nehme das nochmal mit, damit uns nicht die Ressourcen ausgehen. Weil wenn wir ein Problem haben, dann sind es immer irgendwelche Ressourcen für irgendwelche Bergbauleser. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass unsere Laser noch nicht die besten sind. Alter. Bauen wir hier ab. Der Planet wird leer sein. Oh Gott. Oh, wir haben nichts davon. Auf geht's. Es fehlt nur noch ein einziger. Komm. Sind die dein Ernst? Na egal, wir laden trotzdem diesen Bergbaulaser auf. Ich will nicht in die Versuchung kommen, dass wir dann, ein kleines Problem haben wieder. Ja. Man erinnere sich an die ersteren Folgen, wo ich da meist ohne Kohlenstoff da stand und mir gedacht habe, ja, das mit dem Abbauen hat jetzt nicht so gut funktioniert. Moment, es geht doch schneller. Es geht damit. So, und jetzt müssen wir... Wie? Okay. Ja. Nein, Moment. Das da. Und jetzt den Terra-Manipulator mit dem reinen Ferrit. Ja, man muss es lernen. Man muss es lernen. Okay, jetzt haben wir aber... Hey. Navigationsdaten empfangen? Von was? Ach so, das Paraffin abzugeben. Ja, das machen wir noch. Ich will aber erstmal hier das bisschen mehr Paraffin bekommen. Einfach nur, weil... Kann man auch schlimmstenfalls verkaufen. Und ich weiß nicht, wie viel es bringt. Ach komm, ist nicht dein Ernst. Also, nochmal. Reines Ferret. Ich brauche einen besseren Laser. Ich brauche wirklich einen besseren Laser, einen viel besseren. Weil, guckt euch das doch mal an, wie lange ich hier für reines Ferrit brauche. Das ist ja fast unverschämt. Sorry, dass das so lange dauert. Mit dem Abbauen noch. Achso, Moment. Muss es lernen. Nee, nicht den Minenlaser. Nee. Doch, aber nicht den Minenlaser. Ach so, weil ich ihn nicht ausgewählt habe. So. Jetzt kommt X. Jetzt habe ich schon wieder dieses doofe Ding da drauf geschoben. Okay, und jetzt können wir wieder abbauen. So. Dann haben wir das auch. Haben wir das auch. Ja, also langsam würde ich mal sagen, reicht das jetzt auch. Fliegen wir mal weiter. Moment, wir brauchen aber noch was zum Wegfliegen. Eine Metallplatte und wir brauchen die Wasserstoff. Die Wasserstoff. Da vorne. Alter, was ist das denn? Da ist ja noch viel mehr von dem Zeug. Warte mal, da muss ich gleich mal hin. Ich will wissen, was das ist. Oha. Haben wir viel zusammen. Ah, das ist Kohlenstoff. Das ist aber kein Wasserstoff. Das ist Wasserstoff. Ja, ein bisschen brauchen wir noch. Okay, Moment mal. Aber es geht nicht tiefer, oder? Ah, es geht hier hin. Okay. Also wie gesagt, wir werden Ressourcen en masse finden. Das ist jetzt nicht das Problem. Warte mal. Habe ich gerade richtig gesehen, dass das nochmal tiefer wird?
So ein bisschen? Nö. Das ist einfach nur das, was hier noch parat. Oh, hier geht's aber noch ein bisschen. Ja, krass. Ja, okay, gut. Ich werde jetzt nicht alles abbauen, weil so viel brauchen wir. Hab ich etwas was abgebaut? Der Typ wäre mega sauer geworden. So. Dann. Ah, Raumschiff nicht in Reichweite. Ja, dann gehen wir da jetzt gerade mal hin. Und fliegen hinfort. Raffinum Amplium, finde das sichere Depot. Das ist sogar hier auf der Insel. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Schade, dass man das nicht irgendwie anvisieren kann, Alter. Weil das Fliegen hier ist echt nicht einfach. Ah, da ist das Depot. So. Einmal anhalten, bitte. Vielen herzlichen Dank für die Blumen. Ja, dann kriegt der jetzt die Sachen ab. Ah, hier ist das Depot. Ja, ich komme gleich auf euch zu. Ich will erstmal meine Aufgabe abschließen. Zustandsstellung des Kunden vorgelegt. Zugriff erfolgt. Ich habe das Schließfachsekunden gefunden. Ich sollte den Gegenstand hier. Ja. Machen wir. Lieferung erfolgreich. Die Güter abliefern. Okay. Was bekommen wir jetzt? Achso. Zum Missionsagenten zurückkehren. Okay. Moment. Wir. Oh, warum schon wieder nicht in Reichweite? Egal, wir sprechen also mit den Leuten. Wir kennen das. Es scheint also viel zu. Ja, wir kennen. Das ist halt immer wieder so das Gleiche. Okay, wir lernen. Virus. Okay, wir lernen noch was. Okay, verängstigt, ne? Bitte, bitte. Schenken wir ihre Arbeit zu begrüßen, höflich. Okay, oder nicht? Die weichen sofort zurück in der Forschungsarbeit. Aber viel zu tun. Je mehr ich warum möchte, desto ängstlicher wird die arme Gestalt, dann gehen wir. Den sichtbaren Aufseher der Leben zu bedanken, sich für meine Diplomatie. Ich erhalte etwas, das mir auf meiner Reise helfen soll. 17 Nanithaufen. Schön. Hallo. Und wir haben gleich noch ein bisschen Anerkennung bekommen. Also elektrische Energie scheinen sich zu verengen. Zwitschert mich an. Wir bitten um Hilfe. Für die Identität hat mir Sprache beigebracht. Was haben wir denn gelernt? Echos. Nochmal hier bei dem Kollegen. Bla 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 bla. Lichtergehäuse. Wir bitten auch wieder hier um Hilfe. Okay. Was haben wir jetzt gelernt? Daten. Ist auch schön. Okay. Okay, wir fliegen zurück zum Missionsagenten, während wir hier erstmal aufladen. Zack. Wir können auch hier nochmal Tritium reinfüllen. Ah, wir haben so viel bekommen. Okay. Ja, dann moin. Wo ist denn unser Kollege jetzt? Der ist da hinten irgendwo. In den Weiten des Weltalls. So, Moment mal. Ich bin Besucher. 20 Aliens getroffen, sag ich doch. Wir brauchen 2-3 Sekunden dahin. Das kriegen wir jetzt auch so hin. Fliegt das Ding? Nee, sieht nicht so aus. Oh Gott, oh Gott. Ein paar Sekunden nur noch. Nein! Oh Gott. Das Lenken im Schubmodus ist echt schwer. So bekomme ich das hin? Im Schubmodus, mein lieber Herr Gesangsverein, hier. Also, oder wenn ich den Schubmodus sogar verlasse, dann geht das hier richtig ab. Perfekt. Da wären wir. Wiederherstellungspunkt gespeichert, das ist schön. So, hier haben wir ja mit schon jedem gesprochen. Wir können ja nochmal mit denen reden. Und gucken, was sie machen. Die verstehen sie ja langsam. Hi. Okay. Nee, kann man leider nicht machen. Schade. Man hätte auch tatsächlich hier handeln können. So, wir reden erstmal miteinander. Kumpel.
Ihr gewähren Sie mir den Hinweis auf reine Materie vorteil. Es gibt einen Weg herauszufinden. Bietet mir Zugriff auf Ihre Liste mit Aufträgen. Ja, genau, das habe ich schon gemacht. Mission einreichen. Paraffinum sammeln. Oh, das Ansehen bei der Entdeckergilde hat sich gesteigert. Was jetzt? Der Kommandantenlistener. Okay. Jetzt haben wir auch Geld bekommen, so scheint mir. Oder was haben wir bekommen? Liebe, Freude, Herzchen. Hallo? Ich hab dir noch trotzdem was gemacht. Okay. Ich habe ihn schon mal gesehen. Okay, er scheint mir an meinen Daten nicht interessiert zu sein. Und was habe ich jetzt dafür bekommen, dass ich das abgegeben habe? Okay. Nix. Feuchten Händedruck habe ich bekommen. Vielleicht habe ich ein bisschen Nanit bekommen. Ich hätte Geld bekommen sollen. Okay. Wir verkaufen. Was brauchen wir denn nicht? Chromatische. Kann ich verkaufen? Das Gegrelikt. Das ist jetzt auch egal. Die Kürbisknollen können wir verkaufen. Die Wirbelwölfen. Das können wir verkaufen. Paraffinum. Bringt auch nochmal was. Ja, die Projektilmunition bringt ja gar nichts. Ja. Okay, warum? Ach, da unten ist Kobalt. Ach so, es geht ja nur weiter. 3 Fusionskerne, schön. Kobalt. Ach so, vielleicht haben wir die bekommen. Antrieb, Hochleistung. Ein Fusion ist das Nonplusultra, wenn es um die Stromerzeugung im Weltall geht. Das wird vor allem die auf dem Bergbau speziell. Okay, dann behalten wir die. Oh ja, Kobalt verkaufen wir mal. Kobalt können wir immer wieder sammeln. Jetzt haben wir wirklich 410.000. Das ist eine Menge. Okay, wir haben auch ein bisschen Nanit jetzt. Wie viel haben wir denn jetzt? 393. Wir gehen mal gucken, ob wir uns vielleicht eine Verbesserung für den Laser holen können. Oder am besten einen neuen Laser. Ich glaube, da links... Moment, ich zeige euch, was ich meine. Öffnet sich nämlich eine Schatulle. Genau. Und hier können wir auf das Waffenterminal zugreifen. Der hat eine... Boah, der hat einen besseren Scanner. Der ist generell besser. Kampfvisier. Okay, das ist eine Kampfwaffe. Aber das brauchen wir so nicht. Ich würde tatsächlich jetzt erstmal sparen auf eine gute Waffe, also auf einen guten Laser. Wir sprechen mal mit dem. Fähnrich. Okay, ich verstehe dich. Nasenlöcher des Kriegers lodern, als ich mich ihm näher, holt tief Luft und bellt etwas heraus, was eine Warnung sein könnte. Eigentlich zeige ich Ihnen, dass ich friedlich Absicht habe und nicht für meine Sprache weiß. Er bedenkt einen Augenblick nach. Packt darauf in meinem Multiwerkzeug und bellt mir dabei wieder mit reichlich Spuck ins Gesicht. Er deutet auf meine Anzeige der Verräte, welche Elemente ich bei mir habe. Ich tue mein Bestes. Organisches Material. Komm, gehen wir ihm mit. Der Krieger Grunz erbringt ein schwaches Volk ist näher. Schön. Ein Wückenwort. Freundlicher Mensch. Okay. Die Maske, Lebensform und so weiter. Aufgabe für mich zu. Okay, machen wir mal ja. Erneut. Ich kann die Reaktion nicht deuten. Ich muss Aufgabe abschließen, wenn ich mehr erfahren will. Was habe ich denn? Pflanzenscan. Okay. Mache ich. Mache ich. Wahrscheinlich Biologe. Ist es egal, welche wir scannen? Wobei, würde ich wieder genau den gleichen Weg zurücknehmen. Auf diesem Planeten. Weil so schlecht war er ja gar nicht. Und der ist halt echt ums Eck gerade. Und ich glaube, hier habe ich noch nichts gescannt. Ja, wir fliegen einfach mal wieder volle Kanüle drauf los. Planetare Störung, ja, also ob das jetzt so eine Störung ist, weiß ich nicht. Ja, komm, wir landen irgendwo hier vorne. Hui! Moment, hier sind keine Wälder, kein Nix, oder? Na doch, hier sind noch ein paar Pflänzchen. Da vorne im Tal. Ich glaube, im Tal sind die meisten Pflanzis. Okay, zu hoch, um einzuleiten. Okay, dann. Ein bisschen weiter vor. Hier. Okay, da vorne finden wir auch wieder, okay. Okay, wir scannen Pflanzen. 1. Nee, das ist eine Stele, aber egal, die scannen wir trotzdem. Okay. Haben wir. Ja. Ja, das können wir auch scannen. Oh, wie schnell wir das erledigen.
Zum Glück haben wir hier nichts gescannt. Oh doch, das haben wir gescannt. Haben irgendwas an Pflanzen? Ah, das haben wir nicht gescannt. Perfekt. Dann haben wir 4 Pflanzen gescannt und können ihm das zurückbringen. Aber ich nehme da hinten noch ein bisschen die Zeug mit. Dann erstmal nehmen wir Kohlenstoff mit. Warum Kohlenstoff? Ich habe es ja schon mal 1000 Mal erklärt. Sonst stehe ich wieder da und weiß nicht, was ich machen soll. So, und wir nehmen was? Dieses die Zeug hier mit. Aus einem ganz easy Grund. Wenn wir das haben, dann können wir wieder so eine Zelle eröffnen. Kobalt. Das ist ein auswärtiges Artefakt. Ich würde das gerne holen. Weil ich auch gerne das Kobalt haben möchte. Das ist jetzt gerade so ein bisschen, ne? Oder wir gehen erstmal zur Entität und holen uns. Wir können ja noch immer. Also wie gesagt, auf Planeten, das ist kein Problem. Da finden wir genug Zeug. Ich glaube, darüber sollten wir uns nicht ärgern. Wie viel habe ich denn noch in den Startdüsen? Würde ich gern wissen. Ich habe eine volle Startschubdüse? Wusste ich gar nicht. Aber das könnte ich nicht herstellen. Aber wir könnten Antimaterie wieder herstellen. Aber wir wollen ja nicht woanders hin. So, erstmal fliegen wir raus erstmal. So. Jetzt will ich diese Dinger da abgeben. Auf dieser, an dieser Basis da. Langsamer, 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 langsamer. So. Und tschüss. 4, 3, 2, 1. Und wir sind da. Und wir sind genau auf der richtigen Seite da. Was halt noch viel wichtiger ist mittlerweile. Man erinnere sich nur daran, dass ich auch mal länger suchen musste. Landung! 3, 2, 1, meins. Okay, da sind wir endlich. Sehr gut. Wir geben mal Gas und geben das mal ab. Dum, 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 dum. Das müssen wir hier irgendwo abgeben. Kann das sein? Nee. Hä? Jetzt muss ich das da... Ach so, vielleicht war es für den Typen. Ein Auftrag für den da. Wow. Der erinnert mich an Star Wars. Sieht aber krass aus. So gelblich krass. Okay, du wolltest die Pflanzen haben. Erfolg melden. Dankbarkeit des Kind kurz. Das Kind macht einen Fern. Er beendet seine Buchführung und Belohnung. 9000 Units. Immerhin. Der ist auch hübsch. Boah, aber der wird wahrscheinlich arschteuer sein, oder? Der hat wahrscheinlich alles, aber. Ich gucke mal die Lichter. Ja, ja, bla, bla, bla. Ich will nur ganz kurz schauen. Ich gucke mal. Krasses Ding. Mal schauen, wie viel das kostet und was das... Oh, schade, jetzt fliegt's weg. Ich würde sagen, wir bauen tatsächlich hier irgendwo unsere Basis, weil wir gute Verhältnisse jetzt hier mit der Basis haben. Ich würde tatsächlich hier unten... Oh oh. Schnell fliehen. So schnell es geht. Oh Gott. Ja, das habe ich gemerkt. Wir drehen. Irgendwo runter. Irgendwo runter. So schnell wie möglich. Und irgendwo schön platzieren. Wo es passt. Boah, wo können wir denn hin? Wo können wir denn schön bauen? Wo wir so ungefähr alles haben. Ah, das ist hier jetzt nicht gerade so pralle. Was denn hier? Vielleicht in der Nähe von der Basis. Weltraumanomalie.
Okay, hier haben wir jetzt nichts in der Nähe. Ja, dann fliegen wir erstmal weiter. Oh Gott. Hier waren wir ja schon mal. Okay, wir sind mit 155 Us unterwegs, also das geht schon, klar. Okay. Wo könnte es ganz gut sein? Irgendwo, wo Wald ist, wo alles irgendwie ist. Also wo wir auch vielleicht noch andere Ressourcen finden können. Wo wir vielleicht auch nicht so weit reisen müssten. Ja, es ist hier ein bisschen schwer, habe ich das Gefühl. Ich würde jetzt irgendwo mal anhalten. Ich fliege noch ein bisschen. Ich hätte am liebsten in der Nähe von der Basis, weil da kann man auch gut handeln. Okay, Moment. Wir machen es anders. So, einmal raus. Und jetzt einmal so richtig schön einmal quer durch. Weil wir A, viel schneller sind. Und stopp. So. Wir sind halt mit viel... Naja, mit einer unglaublichen Affengeschwindigkeit gerade da lang gerast. Viel schneller, als wenn wir an der Oberfläche da einfach irgendwie rumdüddeln würden. Guck gerade, finden wir hier was? Ja, da vorne ist irgendwas. Auf dem Radar unten jedenfalls. Boah, ab durch die Wolke. Ciao. Also vor uns. Ist da eine Basis? Natürlich finde ich jetzt hier keine Basis. Es wäre eigentlich ganz gut in der Nähe von der Basis sein. Habe ich ja schon öfter. Oh, stopp! Sicher? Okay, das ist ein Sendemast. Unbekanntes Gebäude. Ja. Nee. Ich will jetzt nicht noch die Startschutzdüse weiterhin hier verbrauchen. Kann man irgendwie eine Karte oder so aufrufen? Gibt's nicht, ne? Was haben wir denn da hinten? Okay. Wir starten einen Scan nochmal. Zu hoch im Lander? Ich wollte gar nicht landen. Oh, was ist denn da? Da ist nochmal sowas. Ich guck mich gerade mal um. Hier ist keine Basis. Okay. Okay, dann müssen wir hier irgendwo... Okay, heißes Regen kommt so oder so. Oh, Moment. Da vorne ist was. Da vorne. Ich versuche die gerade mal festzusetzen. Ja, schade, dass ich natürlich hier keinen Hyperraumantrieb machen kann, aber dann fliege ich aber auch wahrscheinlich dezent einmal... Ja, auf den Erdboden der Tatsachen. Moment, je höher ich komme, desto schneller werde ich, ne? Ja, definitiv. Und man muss halt wirklich höher steigen. Ja, genau, hier ist eine Basis. Das ist ja ideal. Können wir irgendwo in der Nähe siedeln. Ja, hier vielleicht jetzt nicht so. Was ist denn hier? Das sieht so plan aus fast, ne? Und hier haben wir auch viele Ressourcen. Oh ja, und hier haben wir auch nochmal Gold. Ja, moin, nicht? Ja, was, wenn wir noch ein Stück weiter runterfliegen? Oh Gott, jetzt ruckelt. Warum ruckeln wir über die Erde? Ja, hier sieht besser. Hier sieht es am besten aus tatsächlich. Landebereich nicht frei. Ich zeig dir, wie der Landebereich nicht frei ist. Okay, dann halt hier. Vielleicht da vorne noch. So, hier. Wir gucken hier mal, wie wir das machen. Warten wir erstmal, bis der Regen sich ein bisschen legt.
Und ja. Wir könnten ja jetzt erstmal gucken, ob wir schon mal was herstellen können. Oder ob wir irgendwas brauchen. Also zum Beispiel, was wir eigentlich bräuchten, kann ich mit Z schon mal aufrufen? Nee, ich muss also raus. Ich gehe mal raus, also ich mache das jetzt mal. Die Wasserstoff. Oh, da bekommen wir aber viel davon. Okay. Ist ja cool. Alles gut, Mann. Steige ich mal wieder an. So. Okay, wir haben die Wasserstoff nochmal bekommen. Ich lege das alles mal irgendwie so zusammen. Ach, guck mal. Ah, nee, die können wir gar nicht zusammenlegen. Okay, Kohlenstoff haben wir auch ein bisschen. Raumschiff haben wir. Ich nehme das gerade mal rüber in den Exo. Man weiß ja nicht. Na komm, jetzt ist auch egal. Ah, der löst sich eh gerade auf. Okay. Einen Basiscomputer brauchen wir. Chromatisches Metall haben wir genug. Also wissen wir ja schon mal, was wir bauen. Einen Basiscomputer. So. Hier werden wir dann unsere Basis irgendwie aufbauen. Wir beschlagnahmen... Wollt ihr was von mir? Nein. Okay. Wir bauen jetzt hier unsere Basis auf. Suche nach Kategorien und wir haben Basis beanspruchen. So, in einem größeren Bereich gehört uns jetzt die Landschaft. Sehr schön. Es wird eine kleine Basis sein, aber es wird eine Grundbasis sein, damit wir auch mal ein bisschen Geld machen. Entschuldigung. Alles gut. Ein Speicherpunkt war eigentlich dann auch mal irgendwann ganz gut. Landwirtschaft. Permanente Technologie. Gefahrenschutzeinheiten und so ein Teleporter. Das wäre ja auch noch was. Tragbare, permanente. Permanente? Wie baue ich hier einen Boden? Das ist Land. Das ist ein Flora-Behälter. Ja. Dekoration, Ausrüstung, einfache Komponenten. Wir haben ja im Moment nur Holzkomponenten. Holzbodenplatte. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir das gescheit machen. Ohne, dass wir in Teufels Küche kommen. Ja, ja, ist ja gut. Wir brauchen auf jeden Fall so eine etwas ebenerere Fläche. Das ist halt jetzt gerade so ein bisschen das Problem. Könnten unter diesen Dingen, unter den Kollegen hier bauen. Ja, ich habe natürlich jetzt so ein bisschen, ne? Bisschen anders gedacht. Okay. Okay. Zack, zack. Zack, zack. Wir haben genug Kohlenstoff. Wir bauen jetzt erstmal so. Wir können das ja am Ende nochmal abholzen. Und den Eingang. Bauen wir tatsächlich erstmal hier hin, weil dann können wir hier einfach ohne Probleme reinlatschen. Dementsprechend bauen wir hier eine Holzwand. Okay, und jetzt fehlt uns Kohlenstoff. Das heißt, wir gehen jetzt in den Wald und holen uns Kohlenstoff. Hier drüben war ja einer. Deswegen habe ich hier auch extra geplant zu bleiben. Moment, hier ist erstmal Kohlenstoff, aber da hinten ist der Wald. Wir gehen jetzt in den Wald rein. Das reicht mir jetzt. Brauchen ganz viel Kohlenstoff. So. Oh, wir haben noch was anderes bekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr was. Irgendwas mit Schwefel? So. Gleich haben wir's. Wir brauchen sehr viel Kohlenstoff. Erstmal, um das Grundgerüst zu bauen. Also damit wir auch nicht irgendwie eingehen oder so. Oder sterben. Oder keine Ahnung. Das ist meine große Sorge. Dass wir da irgendwie abnippeln werden, weil wir kein Dach über dem Kopf haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir finden hier wieder ganz neue Sachen. Die werden wir an uns nehmen. Oh, da vorne ist einfach mal ein Relikt. Der war hinter den Bäumen verstickt. Zwei sogar. Krass. Okay. Beschädigter Computer. Kannst du... Okay. Wir nehmen das. Okay, und was haben wir jetzt?
Kohlenstoff bekommen? Ernsthaft? Ein Mikroprozessor? Und da war was? Projektilmunition. Sehr gut. Wissenstein, wir haben das Korvax-Wort für Energie gelernt. Das ist sehr gut. Und Unterbrechung. I like. Wie viel haben wir denn jetzt an Kohlenstoff? Das würde ich gerne mal wissen. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich würde mich da jetzt auch... ich freue mich sogar sehr darüber, dass wir dieses bisschen haben. Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, es reicht gerade so. Jo. Ich muss mal jetzt das Multiwerkzeug aufladen. Ja. Ich nehme mal den Verdichteten. Das macht gerade mehr Sinn. Wir können am Ende noch immer was herstellen davon. Also. So. Gleich haben wir's. Jo. Passt. Was ist denn jetzt unser Raumschiff? Unser Raumschiff ist da hinten. Das heißt, da hinten werden wir auch unsere Basis bauen. Sehr gut. Wir werden auch irgendwann mal, und das ist auch das Schöne dran, übrigens, da hinten ist die andere Basis 800 Schritte entfernt, also 800 Us. Das ist nicht weit. Was ich auch mal machen werde, ist, ein Fahrzeug oder sowas hier irgendwie herbestellen. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Vielleicht finden wir auch mal eins. Vielleicht bauen wir eins, ich habe keine Ahnung. Ich bin da noch so neu in dem Bau. Das kriegen wir aber noch irgendwie hin. So, wir bauen hier noch eine Wand, da noch eine Wand, da noch eine Wand. Da noch eine Wand. Und da noch eine Wand. Da. Boden. Dann haben wir noch ein bisschen größeres Haus. Da eine Wand. Ich mache das erstmal klein. Wir können das ja alles abreißen am Ende des Tages. Okay. Wir brauchen Ferritstaub. Notwendigerweise. Wir werden die ganzen Maschinen brauchen und nicht Maschinen brauchen. Oh, sorry. War nicht meine Absicht. Auf mich zu verfolgen. Ich habe keine Waffe. Ist doch alles Taco, Bruder. Ist alles gut. Okay. Kohlenstoff brauchen wir nochmal. Da hole ich mir das da. Und nochmal. Und dann Ferritstaub. Ja, moin. Schon wieder leer. Glaubst du gar nicht. Ach, guck mal, dann machen wir noch gerade den hier fertig. Wenn der hier schon so rumsteht und uns fragend anschaut. So, dann haben wir das auch. Ferritstaub haben wir, Kohlenstoff haben wir. Jetzt können wir die Dächer fertig machen. Und dann gucken wir in der nächsten Folge, was wir dann noch so machen können. Aber das will ich die Dächer haben. Na gut, es sieht jetzt nicht so schick aus, wie ich sehe. Aber egal. Das muss das Boot abkönnen. Und wir werden das noch schön machen. Wenn wir neue Technologien haben und sowas, dann... Okay, wenn das die Dächer sind, die sehen nicht gerade hübsch aus. Wir werden in der nächsten Folge nochmal ein bisschen fahren müssen, deswegen. So. Noch eines wird uns fehlen. Aber bevor wir weitermachen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.